zusammen. Hallo. Willkommen zurück auf Nepomuks Reise. Heute geht es wieder ums Dach. Ihr seht schon, es ist drin. Wie wir das gemacht haben, seht ihr gleich. In der Phase, wo wir das Dach aufs Auto geschraubt haben, hatten wir Besuch von Hermann unterwegs, von Micha von Hermann unterwegs. Wir haben uns riesig gefreut, dass er da war. Das Video habt ihr ja schon gesehen wahrscheinlich auf deren Kanal. Falls nicht, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ist echt gut geworden und da stellen wir uns ein bisschen vor als Kanal und was wir so machen. Das war so, dass die beiden auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sie würden uns gerne mal interviewen. Und dann haben wir ein bisschen über unser Projekt erzählt. War eine coole Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das war auch echt für die schön. Hilfe, weil ja. Dach zu zweit draufheben ist doch nicht so ohne. Ja, also das war echt super. Deswegen wundert euch nicht, falls Micha da ein bisschen im Bild rumhüpft. Dann sind wir hier die Löcher richtig. Oh, es sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal, ob die Löcher passen. Also. Ja, nee, doch. Die zwei passen und die zwei passen und vielleicht ist das einfach fake. Aber das macht keinen Sinn, weil hier passt es noch nicht. Wo? Hm? In dem? Das kann Ach, sein. Ach so, das? Ja, es geht nicht unter. Okay. Jo, das sieht richtig gut aus. Oh, das höre ich gerne. Das müsste ziemlich genau passen. So. Ja, gut. Arscht. Jetzt sitzen wir nur mit Sehr dem schön. Hier noch nicht. Okay. Warum können wir das hier nicht verschrauben? Weil wir damit weiter raus müssen. Das müssen ja rein. Wir ziehen es ran. Wir ziehen die jetzt ran Ach und so, dann ziehen okay. wir es ran. Und du brauchst einen Schlüssel, richtig? Ob wir uns nicht dreht. Noch mehr, ja. Okay, Dach anheben. Dach Wie soll ich das denn noch? Ja, nice. Okay, gut festschrauben. Ja, auch noch nicht ganz fest. Ich weiß nicht, was da für ein Drehmoment draufkommt. Ne, es sind nur 8,8er. Weil die ist noch ganz groß. Ja, aber die Löcher, ey, die Löcher passen. Ja. Das ist das erste Mal, dass Löcher irgendwie übereinander passen. Okay, gut, next. Man sieht meine Buchse. Die Buchse! Buchsenalarm! Das Dach muss noch ein Stück runter. Ich hänge mich da einfach so ran. Ja, vielleicht hier. Ja, ja, ja. Optimal. Ja, ist auch. Wieso geht denn das auf der Seite? Ein bisschen an. Läuft, ist fest. Nice. Okay. Thank you.
Das Dach an sich, da haben wir ja schon gezeigt, wir haben das Dach innen mit Armaflex bezogen. Wir haben es dann bezogen mit einem Stoff, der ähnlich ist wie Alcantara. Und auf die Idee gekommen, diese Spanten so zu betonen, sind wir eigentlich dadurch, dass es diesen Stoff nicht in breit genug Bahnen gab, um einmal von vorne nach hinten eine Bahn zu verlegen. Genau. Dadurch sind wir quasi dazu gekommen, dass wir hier in der Mitte einmal eine Naht brauchten, quasi, oder so eine, wo die Stoffe aufeinandertreffen. Und um das zu überdecken sozusagen, haben wir gedacht, okay, dann machen wir da eben eine Holzleiste rein. Kann man auch gleich einen Griff dran machen oder so. Und da eine Spante alleine aber doof ausgesehen hätte, haben wir uns dann überlegt, dass wir einfach alle Streben, die am Dach so sind, mit Holz überdecken. Und das war dann eh praktisch, weil dann konnten wir auch vorne das mit dem Stoff besser zuschneiden und so. Und so mussten wir uns dann auch irgendwas ausdenken, um die Rundung, die bei den Querspanten kommt, um die auch abzudecken. Wir konnten ja das Holz dann nicht einfach nur bis hierhin machen und dann hier wieder einen Übergang vom Stoff haben. Das wäre ja auch nichts gewesen. Und jetzt haben wir das Bambus in einem selbstgebauten Dampftopf gebogen über eine Form. Das Dach haben wir jetzt gestern Abend schon eigentlich soweit festgeschraubt. Allerdings sind alle Schrauben drin, aber nur die wenigsten sind richtig mit Newtonmeter angezogen. Das heißt, wir haben geguckt, dass die Löcher überall passen und dass diese knapp 40 Schrauben überall richtig sitzen. Das sind M6er Schrauben und die Löcher sind aber so 7,5 oder sowas. Mhm. Das heißt, da besteht ein gewisser Spielraum, um das Ganze hin und her zu bewegen um uns richtig anzupassen. Wir waren schon relativ erstaunt, dass das Dach überhaupt so drauf gepasst hat und wir überhaupt Schrauben durchbekommen haben an allen Säulen, also ABC-Säule. Und hinten in den Ecken, also es hat erstaunlich gut gepasst und ich glaube, das Türen anpassen wird jetzt nochmal haarig, aber ich glaube, das ist beim Defender ganz normal. Wir haben so ein bisschen einen Plan, haben sowas schon mal bei Freunden gesehen, wie man das macht, nämlich mit dem Spanngurt. Und dann schauen wir mal, wird schon irgendwie reinpassen, bisher sieht es ganz gut aus. Genau. Das wird richtig angenehm mit der komplett gebänkt. Das ist halt schon krass, ne?